Der Moment aller Momente ist gekommen. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus unserer Wohnung. Begutachtet sie, wir fühlen uns schon wieder so wohl. Es ist einfach echt nach dem Urlaub wunderschön wieder heimzukommen. Heute ist Montag, genau. Wir sind heute Morgen das erste Mal. Und wann sind wir aufgestanden? 10 vor 6, glaube ich. 5 vor 50 haben wir einen Wecker gestellt. Ja. Weil wir haben so einen Podcast im Urlaub gehört über Ayurveda. Genau, Prana Up Your Life heißt der auf Spotify. Mega interessant. Und da gibt es ja die drei verschiedenen Typen, Ayurveda, Doshas-Typen quasi. Und die herrschen ja auch irgendwie immer am Tag vor. Und auf jeden Fall gibt es den Kapha-Typ. Jetzt ganz kurzer Abriss, oder? Ja, ganz kurzer Abriss. Ganz kurzer Abriss. Auf jeden Fall, der Kapha-Typ ist eher so träge. Und den Kapha-Zeit gibt es auch im Tag zweimal verteilt. Einmal morgens um 6 bis um 10 und abends nochmal von 6 bis um 10. Oder? Ja, ja, war richtig, glaube ich. Und deshalb sollte man eigentlich vor 10 ins Bett gehen und vor 6 wieder aufstehen, dass man da in der Kapha-Zeit quasi ins Bett geht, in der man eh so träge und müde ist und bevor die Kapha-Zeit morgens wieder losgeht, aufsteht. Und das haben wir jetzt mal probiert und eigentlich hat es gut funktioniert, oder? Es hat echt gut funktioniert, ja. Also, das ist einfach so eine Empfehlung im Ayurvedischen und wir dachten, ach komm, why not? Statt 6.30 Uhr, dann stehen wir halt einfach ein bisschen vor 6 auf und es klingt erstmal so, oh Gott, 5, alles mit 5 und 4 klingt irgendwie falsch, aber es war echt easy going, fand ich. Also ich fand es einfacher, um 5.50 Uhr aufzustehen als um 6.30 Uhr. Das mit dem ins Bett gehen, das war noch ein bisschen schwierig. Also wir waren um 10 im Bett, aber man schläft nicht direkt ein. Also zumindest, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich glaube, da kann man sich super dran gewöhnen. Und wenn man dann immer um 5.50 Uhr aufsteht, dann ist man wahrscheinlich auch um 10 müde. Aber die Nächte davor hatten wir jetzt immer, sind wir später ins Bett und haben lange geschlafen und so. Und waren jetzt nicht so, dass wir um 10 todmüde waren. Und ich lag heute Nacht 1,5 Stunden wach. Kein Witz, ich weiß es ganz genau, weil ich habe auf die Uhr geguckt. Und zwar immer wieder. Und ich habe festgestellt, ich lag einfach von 2:45 Uhr, also von 2.45 Uhr bis 4.16 Uhr. Da habe ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt und danach bin ich dann irgendwann eingeschlafen. Ja, das war echt richtig nervig, muss ich sagen. Aber gut, wir probieren das mal weiter und dann können wir euch gerne berichten. Ja, voll. Macht echt Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe heute Morgen schon ein bisschen meinen Kleiderschrank ausgemistet, weil ich habe die Kleider aus dem Wohnmobil rausgeholt und dann wollte ich irgendwie, mein Kleiderschrank war ein totales Mess, weil irgendwie vor dem Urlaub war so völliges Chaos und ich habe nie irgendwie richtig aufgeräumt, habe einfach die Kleider irgendwie reingeschmissen. War katastrophal und jetzt bin ich so happy. Ein riesen Kleiderstapel, der da jetzt im Zimmer steht. Genau, den wir jetzt Familie zeigen, ob die davon was haben wollen und dann haben wir uns überlegt, dann wollen wir die Sachen an Jugendhäuser spenden. Also wenn ihr irgendwie aus Stuttgart und Umgebung kommt und da einen heißen Tipp habt, wo wir unsere Klamotten hinspenden können, die natürlich nicht kaputt und völlig fertig aussehen, sondern die man eben noch gut tragen kann, dann könnt ihr das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben und dann können wir da uns Inspiration holen und da muss ich auch noch ausmisten. Ja, und ich schneide jetzt Vlogger, zweiter Teil. Erster Teil habe ich gestern schon geschnitten. Und schaut mal, so sieht es mittlerweile auf unserem Balkon aus. Wir haben gestern große Erntung noch gemacht mit Tomaten und Gurken, waren echt noch einige dran. Aber den Pflanzen ging es eigentlich nicht mehr so gut und deshalb haben wir alles rausgerissen und schon fleißig umgekramt. Petersilie ist noch voll am Start, der geht es eigentlich noch gut. Und der Grünkohl, den setze ich dann irgendwann die Tage dann noch in die großen Kübel, damit der mehr Platz hat. Und du kleiner Plüschgigant, willst du auch mal wieder im Vlog vorkommen, gell? Der Bus ist fast leer. Ich bin gerade noch an den letzten Sachen am rausräumen. Anheben. Alles rausfahren. Es kommt rein in die Werkstatt. Und dann muss das ganze Ding noch ein bisschen geputzt werden. Das muss natürlich auch noch geändert werden. Und vor allem muss er von außen geputzt werden. Und deshalb fahre ich dann als erstes in eine Waschanlage, beziehungsweise keine Waschanlage wahrscheinlich, weil das Ding viel zu groß ist. Da muss ich mal gucken, wohin ich fahre. Weil das ist auch die zum Abspritzen, sind die meisten auch nicht so hoch wie dieses Teil jetzt. Ich denke aber, da gibt es irgendwie so spezial für so LKWs oder für so kleinere Transporter oder sowas, gibt es spezielle Waschstraßen, wo man das dann selber machen kann. Und das Auto haben wir direkt von Sunlight bekommen, aber die geben das an McRent, also so eine Vermietungsagentur irgendwie oder Vermietungsding, keine Ahnung, wie man das nennt. Und die putzen das Auto zwar auch nochmal, denke ich, aber ich finde, oder wir finden, das gehört sich einfach, dass es super zurückkommt. Und ihr könnt sehen, Pumps ist echt sehr dreckig, vor allem aus.
muss richtig schön noch gemacht werden. Jetzt schaut mal hier, der ganze Keller ist voll mit dem Zeug, was im Auto hinten drin war. Das muss ich erstmal verräumen, bevor ich hier wieder irgendwelche Videos drehen kann. Aber ich freue mich richtig auf meine neue Werkstatt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das euch gerne mal anschauen. Das ist nämlich gestern online gekommen. In dem Video zeige ich so ein bisschen, wie ich hier vorgegangen bin, was ich verändert habe. Und in Zukunft wird es auch noch ein paar weitere Werkstatt-Makeover oder sowas geben. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier noch so seht in diesem Raum. Was für Potenzial oder so. Und Fams wird gewaschen. Eieiei, völlige Eskalation. Der Nebel geht voll ab. Und hier ist gerade nochmal ein anderer Depp gekommen. Jetzt schaut mal, wie Fams wieder strahlt. Komplett glänzend. Es hat richtig gut funktioniert, diese geile Waschanlage. Auto ist geputzt. Ich bin jetzt hier noch beim Aldi und kauf was ein. Wir machen heute Abend eine Kürbissuppe mit Ingwer oder sowas, weil Marie kränkelt ja so ein bisschen. Und mir tut es, glaube ich, auch gut. Ich bin bestimmt auch leicht angeschlagen. Es ist ja immer so, mein Immunsystem ist wahrscheinlich einfach ein bisschen stärker und ich bekomme deshalb nichts. Und jetzt fatze ich mal rein. Ach, glänzender Fams. Das macht mich einfach glücklich. Kennt ihr das? Der Einkauf ist gefüllt mit Leckereien, die man eigentlich geil findet. Aber genau die Dinge, die ich brauche, Kürbis und Ingwer, die gab es natürlich nicht. Jetzt muss ich mal noch gucken, ob ich noch zum Lidl oder zum Edeka oder sowas fahre. Ich brauche die für die Suppe. Und beim Lidl gab es Gott sei Dank noch Kürbis und Ingwer. Und das gibt jetzt eine leckere Soße. Ich werde das einfach, habe zwei Zwiebeln, zwei kleine Zwiebeln hier rein. Und da kommt dann jetzt noch der Ingwer dazu, dann wird es ein bisschen angeschwitzt. Dann kommt hier der Kürbis rein, die Süßkartoffeln rein, klein gewürfelt. Bisschen anbraten, 3-4 Minuten, dann die zwei Kokosmilch und noch ein bisschen Gemüsebrühe. Und jetzt denkt ihr bestimmt, wie verfressen sind die bitte? Ja, wir sind noch verfressen, aber da bleibt hoffentlich bestimmt was übrig und dann kann man das dann einfach morgen oder so essen. Wahrscheinlich rede ich schon viel und wahrscheinlich bleibt gar nichts übrig oder so, wie ich uns kenne. Das Süppchen, oh shit, hat jetzt 30 Minuten ungefähr gekocht und jetzt kommt es zum Passieren. Wie heißt es? Heißt es passieren? Pürieren? Pürieren. Passieren gibt es aber auch, oder? Ich passiere eine Straße. Mit meinem Mixer. Wo ist der denn überhaupt? Hier? Hier. Und fertig ist diese Köstlichkeit. Gewürzt habe ich einfach mit Salz und Pfeffer und habe noch ein ganz bisschen Zimt reingemacht. Und noch ein bisschen gelbe Currypaste. Und jetzt hier drüber habe ich einfach Kürbiskerne, so rote, wie heißen die denn? Rosa Beeren. Sind auch mega lecker, gerade über so eine Suppe. Und dann hier einmal Crema de Balsamico hier üben drüber. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin gerade schon mitten im Allgäu und kurz vor Isny, denn ich bringe heute Fams weg, leider. Und Marie, der geht's ja immer noch nicht so gut und deshalb habe ich gesagt, ich kann es auch gerne allein machen, weil Marie wäre ja dann eh nicht gefahren und ist nur daneben und hätte vielleicht eh geschlafen. Also mir hätte es eigentlich, klar, Maries Gesellschaft ist immer natürlich schön, aber dann sollte sie sich lieber zu Hause auskurieren. Und ja, ich gebe jetzt das Teil ab und setze mich direkt wieder in den Golf und fahre das wieder nach Hause. Da steht der. Bye bye Fams, mach's gut. Bis vielleicht auf irgendwann wieder. Hallo zusammen von der Erkältungsfront. Da kommt gerade Alex. Jetzt habe ich gerade angefangen zu vloggen. Jetzt bin ich schon wieder da. Oh, jetzt ist er schon da. Ich habe mich jetzt nämlich. Das ist dein erster Vloggen heute. Ja, ich habe mich jetzt mal aus dem Bett bewegt, weil. Was ist da angekommen? Eine neue GoPro. Wir haben eine neue GoPro bestellt. Weil. Ja, okay. Weil ohne GoPro braucht man, das geht ja nicht. So, um Kiten und alles zu filmen. Und wir haben uns die neue Hero 7 bestellt. Wir haben im Urlaub, ich glaube, die kam erst von noch nicht so allzu langer Zeit, kam die, glaube ich, raus. Und die ist, glaube ich, so geil, so Gimbal-Stabilisierung innen drin irgendwie. Ich bin sehr gespannt. Also, ihr könnt auch gespannt sein. Ob's cool. Hyper Smooth. Gimbal-like. Leute, hyper-smooth Vlogs warten auf euch. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach so, ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich habe heute nicht ayurvedisches Aufstehen gemacht, sondern habe bis um 9 geschlafen. War um 10 im Bett, was sehr, sehr gut war, weil als ich nämlich, als Alex aufgestanden ist, um kurz vor 6,
da habe ich mich noch richtig beschissen gefühlt und dachte so, oh scheiße. Und dann habe ich aber nochmal schlafen können zum Glück und habe mich dann viel, viel besser gefühlt und dachte so, geil, jetzt kann ich ja heute doch ein bisschen was machen. Also, weil ich wollte ja gerne meinen Schrank ausmisten. Dachte ich mir so, ach, das könnte ich ja machen. Und dann dachte sich meine Gebärmutter so, nö. Alter, Leute, ich hatte so Krämpfe vorhin. Ich dachte echt, wow, Chapeau an alle, die Kinder kriegen. Nein, okay, ich möchte jetzt nicht so Drama machen, aber ich habe mich echt richtig mies gefühlt. Und das hat halt nicht aufgehört. Und ich wollte keine Schmerztablette nehmen, sondern habe dann Magnesium genommen und meinen Bauch mit Magnesium eingerieben und mir einen Tee gemacht und bin rumgelaufen, habe mich hingelegt, bin wieder gelaufen, habe mich wieder hingelegt. Und dann habe ich mich irgendwann ins Bett gelegt mit dem Laptop und dachte, ich lenke mich so ein bisschen ab. Weil ich finde, wenn man sich dann ablenkt, wenn man so Periodenschmerzen hat, dann geht das ganz gut. Also dann merkt man irgendwie irgendwann nicht mehr und dann geht es so langsam weg. Also mir hilft halt Magnesium immer total. Und ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, was ich irgendwann mal gedreht habe. So gegen Schmerzen. Yay. Und gegen Krämpfe und so weiter. Und auf jeden Fall war es dann irgendwann besser. Und ich habe jetzt mein Thumbnail bearbeitet. Und das war irgendwie schwierig, weil ich möchte gerne so das Design von meinem ganzen Kanal so ein bisschen umgestalten. Okay, diese Vlog-Szene wird länger, als ich gedacht hatte. Also, vielleicht habt ihr ja schon gemerkt, dass ich mich thematisch so ein bisschen in eine andere Richtung entwickle. Und mein Kanal, der wächst halt immer mit mir mit, sage ich mal. Und das ist mir halt immer ganz wichtig, dass ich mich mit meinem Kanal identifizieren kann und nicht einfach Sachen mache, weil sie halt gerade Trend sind. Und ich habe mich ja schon ganz oft gegen Trends irgendwie bewusst entschieden, weil ich das nicht so mit mir vereinbaren konnte und das einfach nicht so mein Geschmack ist. So, long story short, auf jeden Fall möchte ich meinen Hintergrund auf jeden Fall verändern. Ich finde, der passt nicht mehr zu meinen Videos, der passt nicht mehr zu mir. Ich finde ihn gemütlich, keine Frage, so im Zimmer, alles cool. Aber in den Videos, das ist mir irgendwie zu rosa, zu Lichterkette, Glitzer, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und ich möchte auch meine Thumbnails ändern, meinen Banner ändern und einfach so, ja, einen Step weiter in meiner Entwicklung gehen. Ich werde jetzt das nächste Pokémon von Marie. Erfolgreich ein bisschen rumgewurschtelt unten. Ja, sieht einigermaßen aus, aber es ist echt viel Zeug, was man verstauen muss. Vor allem haben wir jetzt auch noch das Camping-Sache und sowas. Das ist so langsam Platz, die Werkstatt. Oder der Keller ist ja eine Werkstatt und Keller zusammen aus allen Nähten. Marie hat fleißig den nächsten Vlogger geschnitten. Vielen Dank. Wir wechseln uns gerade so ab. Machen wir ja eigentlich immer. Und wir fatzen jetzt noch kurz in meinen Lieblingsladen. Nehmen Marie mit. Aber auch nicht nur in deinen Lieblingsladen, Schatz. Weil ja, morgen ist Feiertag und wir müssen noch Katzenfutter kaufen und Milch. Katzenfutter und auch? Dann noch ein paar. Ja, habe ich doch gesagt. Oh ja. Trockenfutter brauchen wir für Meister Mimi. Okay, genau. Wir gehen einfach jetzt mal los. Ja. Und weshalb ich überhaupt jetzt vloggen wollte, eigentlich habe ich ganz vergessen. Wir switchen jetzt im Baumarkt oder im Einkaufsladen kurz auf die GoPro, dann könnt ihr mal sehen, wie das so aussieht. Anscheinend soll die auch richtig guten Ton haben. Also ich habe keine Ahnung, GoPro war immer richtig schlechter Ton. Naja, wir lassen uns überraschen. Also bis gleich in der anderen Kamera. So, jetzt könnt ihr uns hier bei der GoPro sehen. Das ist bestimmt ein verrücktes, weitwinkliges Bild, oder? Warte, ich muss mal durchs Display gucken, weil die neue GoPro hat auch ein Display. Boah, krass. Du bist einfach mini klein. Aber es sieht cool aus. Man kann damit bestimmt geile Bilder auch machen. Gimbal fahren. Krass, ich glaube, das ist echt richtig geil, richtig smooth. Hallo! Ah, oh, vielleicht gibt es Eis. Eis. Oder Schokokipps. Ja, das war doch auch immer lecker. Wir sind wieder zu Hause vom Einkaufen und ich würde sagen, wir switchen kurz. Nee, wir bleiben noch kurz auf der Kamera. Und es gibt jetzt Maulis. Vegane Maulis mit drei Zwiebeln, einer Zucchini und Pilzen. Oh, die Pilze muss ich noch holen. Wo sind denn die Pilze? Oh, geil da. Hier mit. Hier sehr. Ja. Hier mit. Hey. Jo. Das ist eine Begrüßung. Was machen wir jetzt?
Ich putze jetzt erstmal meine Zähne. Oh nein! Starten wir noch nicht? Nein. Jetzt ich bin schon den ganzen Morgen aufgeregt. Wir wollen nämlich streichen. Und zwar diese Wand. Und diese Wand. Genau, wir haben gestern Abend noch Farbe gekauft. Also hier nur dieses kleine Eckchen hier im Flur. Weil der Flur ist ziemlich weiß einfach. Alles sehr viel weiß. Und das würde sich gut machen, hier so eine Farbe. Und im Urlaub haben wir in Lissabon oder in voll vielen so Bars und so Sachen so ein wunderschönes dunkles Grün gesehen. Ja, aber eigentlich kein dunkles Grün. Das ist eigentlich die falsche Beschreibung. Also nicht so ein Tannengrün, ja, sondern so ein dunkles Minzgrün irgendwie, oder? Pastelliges. So wie ein bisschen wie das. Nur dunkler. In dunkler. Also so ein Graugrün mit nicht ganz so viel Grün drin. Naja, ihr werdet es ja sehen gleich. Ja, genau. Und auf jeden Fall fanden wir das richtig schön und es ist uns ganz krass aufgefallen, wie weiß dieser Flur ist, als wir nach Hause gekommen sind. Aus dem bunten Camper und so weiter, wo echt jetzt so voll viele Eindrücke waren, dann sind wir hier reingekommen und fanden es wirklich sehr steril. Und meine Tante hat schon immer gesagt, dass wir unsere Wohnung so weiß eingerichtet haben, auch schon die alte und so. Und ich habe es nie so ganz verstanden, dachte so, hä, also eigentlich, ich finde es voll bunt und noch bunter finde ich furchtbar. Und sie hatte halt so Ideen, ja, man könnte auch so eine Fototapete oder keine Ahnung was machen. Aber bei meiner Tante ist es ganz anders eingerichtet als bei uns. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal verstanden, als wir aus dem Urlaub wieder gekommen sind. Und deswegen freue ich mich auch sehr. Und der Schrank, der wird auch bald umgebaut. Komplett, ganz anders wird er gemacht. Könnt ihr sehen auf Easy Alex. Und Mimi, zum wievielten Mal springst du heute hoch und willst was saufen? Der Typ ist einfach verrückt. Der trinkt nur noch aus dem Waschbecken. Und so sieht der Flur jetzt aus, nachdem wir den Spiegel abgehängt haben und alles weggemacht haben. Und jetzt müssen wir hier die Kanten abkleben und dann wird schön gestrichen. Und während Alex hier noch fleißig am Abkleben ist, werde ich die Kanten jetzt schon mal mit Weiß vorpinseln. Also hier sozusagen überall einmal entlang, damit, falls da Farbe drunter laufen sollte unter das Band, da dann schon weiße Farbe drunter läuft und später nicht die bunte Farbe, sodass wir eine saubere Kante haben. Hab ich's richtig erklärt? Optimal. Bester Streichtipp überhaupt. Und da ist die Farbe. Ich habe keine Ahnung, ob das in der Kamera später jetzt im Endvlog so rüberkommt, wie sie in echt aussieht. So dunkelgrün, Minz. Aber es ist schon auch so ein Tacken blau. Aber ich finde, durch das Display sieht es blauer aus, als es in Wirklichkeit ist. Oh, schön, genau so war's. Oh, geil, das Geräusch. ASMR, Friends. Okay, wird die Musik im Hintergrund ist halt auch rumgeschickt. Oh, ist das schön. Der Moment aller Momente ist gekommen. Wir können die Sachen abziehen. Komm hier, die schlimmste Kante darfst du wegmachen. Oh, die ist jetzt ganz wichtig, dass die gut ist, ja. Oh Gott, das ist jetzt echt Pressure. Pressure is real. Hier ist doch, wow, die Kante ist bombastisch. Die Kante sieht super aus. Hoho. Also Leute, seht ihr, der Trick hat sehr gut funktioniert mit dem vorher weiß machen. Wow, ein Nadelstrich. Aber weil die Tapete vorher nicht gestrichen wurde, ist die halt so empfindlich. Wir könnten auch noch einzelne Stellen nochmal nachstreichen mit weiß. Ja, aber die hat sieht doch schon so top aus. Das haben wir ja vorhin gesehen. Wow, wow, geil. Die Kante sieht echt. Love it. Du warst gerade im Schock kurz. Oh Gott, die Kante ist beschissen. Da wollte ich es gerade loben. Dann reißt es mir Band. Muss man vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig, Kollege. Leute, der Flur ist fertig. Es sieht so schön aus, finde ich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch gefällt. Und hier haben wir jetzt ein eigenes Bialetti. Ihr kennt Bialetti, das ist eigentlich die Kaffeekanne. Aber wir sagen immer Bialetti. Und wir finden es so witzig, vor allem in diesem Urlaub wieder. Und dann haben wir hier dieses süße Männchen in den Bilderrahmen gemacht. Kurz den Illustrator gemacht und dann ausgedruckt. Finde ich, sieht richtig süß und passt richtig gut hier rein. Ja, wir sind sehr zufrieden. Leute, wir machen nicht nur eine Baustelle auf, sondern auch noch eine zweite. Ich habe ja vor ein paar Tagen schon meinen Schrank ausgemistet. Bei mir gab es eh nicht so viel zu misten, weil ich gar nicht so viele Sachen habe. Also, mein Schrank sieht jetzt echt... Ich habe vielleicht... paar T-Shirts, aber echt nicht viel. Und jetzt sind wir bei Maries Schrank dran. Einiges rauszumisten. Maries will jetzt auch so richtig ganz reduzieren. Pass auf, nicht, dass hier gleich jemand wieder das Video hochlädt. Snooki voll nackt. Ach so, ja. Da gibt es so Videos auf widerlich. Naja, also auf jeden Fall habe ich nämlich sehr viele Sachen,
die ich mir tatsächlich auch noch gekauft habe, als ich noch zu Hause gewohnt habe und so. Und das waren so Sachen, wo ich dachte, oh, das geht sich ja nochmal an. Aber das Ding ist, das ist halt richtiger Ballast, wenn man das nicht anhat. Das nimmt Platz im Schrank weg. Ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich meinen Schrank aufmache. Die Sachen sind in Schubladen reingestopft und ich ziehe es nicht an. Und das ist schade drum. Und deswegen bin ich, ich finde, ich bin sehr radikal. Ich habe trotzdem so viele Sachen. Also eigentlich habe ich absolutes Shoppingverbot. Ja. Ja. Genau. Und jetzt machen wir mal weiter. Und ich bin ja Maries Assistent und ich packe jetzt den Stapel, der nicht mehr gebraucht wird, den packe ich jetzt in diesen Karton rein und dann kommen wahrscheinlich meine Familie irgendwann vorbei und Maries Schwester bekommt jetzt noch ein paar Bilder für ein paar Sachen, also Emmy kennt ihr ja. Und bei meiner Familie haben wir gesagt, machen wir das so, dass wir vielleicht irgendwie, jedes Teil kostet 2 Euro, also eigentlich fast gar nichts. Aber damit nicht einfach so alles mitgenommen wird, also als Selbstschutz für meine Familie auch quasi. Und dann haben wir gedacht, spenden wir das Geld noch an irgendwas, müssen wir uns noch überlegen, an was dann quasi. Mhm. Und dann tut man auch noch was Gutes und vor allem, man nimmt mich jedes Teil mit quasi. Sonst haben sie nachher selber einen Riesenberg an neuen Klamotten, das ist ja auch irgendwie sinnfrei. Deshalb 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau. So, wir fangen an. Emmy, ja, nein? Nein. Okay. Während Marie immer noch am Ausmisten ist, koche ich schon mal. Und zwar, ich habe gerade gedacht, irgendwie hat es aufgehört zu filmen. Und zwar gibt es heute mal wieder Ofengemüse. Das gab es auch schon ewig nicht mehr. Wir haben das früher in der alten Wohnung fast jeden Tag gemacht. Irgendwie in der neuen Wohnung irgendwie noch gar nicht. Und wir haben richtig Bock jetzt mal wieder auf Ofengemüse. Und das ganze schöne Zeug kommt rein. Also auch schön saisonal. Süßkartoffeln, Pastinaken finde ich auch richtig geil als süß, als Ofengemüse, dann Fenchel, der ist eh sehr gesund und sehr gut und vor allem für Pita-Typen, wow, das sieht aus wie ein Herz, gruselig. Für Pita-Typen, wer sich mit Ayurveda beschäftigt, haben wir jetzt gerade ein bisschen gemacht, da soll es sehr gut sein. Noch ein Rest Kürbis, Obi und Zucchini aus dem Garten. And the food is ready, sieht köstlich aus, finde ich. Und du, fleißige Biene, bist immer noch nicht fertig, gell? Also es fehlt jetzt noch die Schlafanzugschublade, die ist auch richtig schlimm, weil ungefähr jedes Oberteil ever dachte ich so, ach, aber zum Schlafen kann man es ja noch mal anziehen. Und meine Sportsachenschublade ist auch viel zu voll, da ist nämlich genau das gleiche Spiel. Und meine Unterwäsche, Socken, Schals, beziehungsweise Halstücher und Bikinis, das fehlt noch. Und Jacken und Schuhe. Aber das muss ich zum Glück auch noch machen. Aber jetzt erstmal nicht mehr. So, Fernseher an. Und bevor wir jetzt wieder die Verabschiedung verschlafen, verabschieden wir uns jetzt. Jetzt gibt es mal wieder eine richtige Verabschiedung, weil die letzten Vlogs gab es ja gar keine richtige Verabschiedung immer. Stimmt, genau. Also jetzt können wir euch auch keinen Ausblick geben, wie es weitergeht, sondern jetzt ist alles wieder back to normal, back to Alltag. Und morgen kommt nochmal ein Vlog. Genau. Genau, ganz normal. Also wie immer eigentlich. Sonntag, Montag. Donnerstag. Exakt. Ja. Muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Hey. Ja gut, okay. Bis dahin. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bleibt fruchtig. Tschüss. Jetzt schaut euch mal diesen Flur an. Das machen wir lieber zusammen, oder? Ja. Nee, das machen wir zusammen.